Anschnallen, festhalten und ab geht die wilde Fahrt. Wasserball Champions League Spieltag Nummer 5. Die Wasserfreunde aus Spandau empfangen den serbischen Erfolgsklub Partizan Belgrad. Wer will es mehr? Wer kann es mehr? Die Entscheidung jetzt hier auf Hauptstadtsport TV. Nach 4 verlorenen Spielen in Folge könnte die Ausgangslage für die Berliner eigentlich nicht schlechter sein. Trotzdem schöpft das Team von Petar Kovacevic vor dem Spiel die nötige Portion Hoffnung. Mit Partizan kommt nämlich eine Mannschaft in die Hauptstadt, die bereits aus dem vergangenen Jahr bekannt ist. 10:9 gewannen die Spandauer damals in allerletzter Sekunde durch den Treffer von Mateo Cuk. Das also vielleicht ein gutes Omen. Und damit rein ins Spiel. Die Gäste aus Serbien in den dunklen Badekappen gleich zu Beginn mit viel Druck und gutem Offensivspiel. Früh kann Belgrad durch Stojanovic und Vico auf 2 Tore davonziehen. Zwar verschlafen die Berliner die ersten Minuten, doch der Wille, der nimmt deutlich zu. Die Spandauer lassen sich durch den Rückstand und mehrfache Aluminiumtreffer nicht entmutigen und können durch Martin Vermeerer auf 1:2 verkürzen. Die Serben ziehen durch Stojanovic zwar wieder auf 2 Tore davon, doch Spandau jetzt wie entfesselt und besser in der Partie. Erst ist es der Nationalspieler Moritz Oehler zum 2:3, ehe Mateo Cuk nach einem Konter aus dem Lehrbuch zum 3:3 Ausgleich trifft. Das reicht den Gastgebern aber noch lange nicht. Spandau will jetzt mehr, Spandau kann mehr. 4:3, zweites Tor durch Martin Vermeerer. Pause, Luft holen. Tolle Leistung der Jungs nach einer Wahnsinnswoche. Sie hatten Nationalmannschaft, die spielt 6 Spiele in 7 Tagen. Jetzt war das 6. Spiel heute. Körperlich sicherlich am Limit, aber mit einem guten Ausgang. Denn auch der zweite Durchgang zeigt, Spandau hat dazugelernt. Fehler wie beim schon sicher geglaubten Sieg gegen Dubrovnik werden vermieden und stattdessen auf der gegnerischen Seite in Tore umgewandelt. Mateo Cuk zum 5:5 Ausgleich und wenig später ist es Nationalspieler Erik Miers mit seinem ersten Treffer zum 7:5. Schön in der Wiederholung zu sehen, wie sich der Nationalspieler im Rücken des Verteidigers davonstiehlt. Belgrad versucht durch eine wütende Schlussoffensive das Match nochmal an sich zu reißen, doch im Tor hat jemand was dagegen. Der Keeper der Spandauer, Laszlo Baksa, mit einer Champions-League-Partie zum Niederknien. Vor allem zum Ende hält der Schlussmann gefühlt jeden Ball und zeigt zum wiederholten Mal sein riesiges Potenzial. Er ist so verrückt, dass er das Spiel gewinnt mit 2 Toren. Und wenn man ihm gratuliert jetzt nach dem Spiel, was ich gerade getan habe und gesagt habe, so super Spiel gemacht, dann sagt er, ja, aber das letzte Tor, da war ich noch dran. Also so ist er immer. Er möchte dann noch ein Tor weniger kriegen und noch ein Tor verhindern. So ist sein Charakter, deswegen schätzen wir ihn auch so. Am Ende gewinnt Spandau also mit 8:6 und der nötigen Abgeklärtheit und kann sich über die ersten Punkte in der Königsklasse freuen. Heute war es ein richtig gutes Spiel. Meine Teamkollegen haben einen klasse Job gemacht und mich immer gefunden, wenn ich frei war. Das ist guter Wasserball und macht meine Aufgabe fürs Team enorm leicht. Spandau also im 5. Spiel endlich mit dem ersehnten Sieg. Am 4. März geht es dann nach Belgrad zum Rückspiel mit gleicher Motivation und hoffentlich gleichem Ausgang. We'll be right back.